Von so einem Zauberbuch kann man sich alles wünschen. Liebes Zauberbuch, ich wünsche mir eine richtige, echte Mittelaltergeschichte. Ich habe schon viel Unheil über die Burg Biberney gebracht. Viele mächtige Männer hätten mich gern in ihren Besitz gebracht. Immer wieder kamen Ritter und wollten mich stehlen. Aber zum Glück waren die drei Eltern, Sir Lamorak und Melisande, die besten Zauberer zwischen dem wispernden Wald und den Riesenhügeln. Mit meiner Hilfe zauberten sie jeden Räuber einfach weg. Deshalb waren die Zeiten super geworden. Zu ruhig. Wir haben Besuch. Hallo Bertram. Was gibt es Neues, Bertram? Schlimme Nachricht, Eure Lieblichkeit. Ein fremder Ritter ist ins Land gekommen. Er will eure Burg angreifen. Unsere Burg? Warum denn das? Warum denn? Er will euer Zauberbuch rauben. Unser Zauberbuch? Das wollten schon viele rauben. Weißt du noch damals, mein Lieber, als dieser König kam? Oder diese vielen Ritter? Wir haben sie alle in weiße Mäuse verwandelt. Ein paar laufen davon immer noch herum und Sisyphus freut sich. Na, da fallen uns schon noch ein paar Zaubersprüche ein. Na, das denke ich auch. Unser Zauberbuch lassen wir uns von niemandem rauben. Wie sollten wir sonst Geschenke für unsere Kinder zaubern? Ich hätte da mal eine Frage. Oh nein, schon wieder einer. Eine? Oh je. Was ist? Wie, was ist? Brauchst du auch einen Drachenkopf, um ihn über dein Burgtor zu hängen? Guck dir meinen dritten Kopf an. Balla, balla. Er kann noch nicht sprechen. Vor 3 Wochen hat dieser Ritter ihn mir abgeschlagen. Und er wächst so langsam nach. Ich bin es wirklich leid. Habt ihr Blechköpfe nichts anderes zu tun? Ich jage keine Drachen. Wirklich nicht? Ritter Ehrenwort. Bist du der Riese Garlef? Was war das? Wer ist das? Wundern. Ah. Was denn du denn hier, du kleiner Wutschwerg, du Krümel, du kleine Wichtmensch, du? Muss aufpassen, das sind die Talatze. Oh, wer bist du? Ich bin die Greine, die Tochter von Sir Lamorak und Melisande von Biberney. Wir brauchen deine Hilfe. Was willst du? Ich brauche Riesenhaare. Riesenhaare? Haben die beiden sich wieder verzaubert? Sie haben sich in Schweine verwandelt. Aber als Schweine können sie ja nicht zaubern. Und ausgerechnet jetzt ist jemand aufgetaucht und will das Zauberbuch rauben. Ach so. Ja, das ist natürlich nicht so witzig, da deine bremsliche Situation jetzt ist. Ja. Warte mal, guck mal. Gib mir euer Zauberbuch, oder ich brenne eure Burg nieder. Ihr habt jetzt noch eine letzte Möglichkeit, in Würde zu verschwinden. Ich zähle bis 3. 1, 2. Gib mir euer Zauberbuch. Ach, ihr wollt es nicht anders haben, aber beschwert es später nicht. Na, mein Lieber, in was wollen wir die denn jetzt verwandeln? In eine Mieterkatze. Aber wir haben doch schon eine. Na dann, in einen Vogel. Ja, in einen Vogel, das ist schön. Ene, mene, meiner Mogel, jetzt bist du ein kleiner Vogel.